nicht aus dem Real liefe. Kann ich da trotzdem weniger zu sagen. Egal, so, grün, fahren. Wann lädt es nach? Diese und noch weitere Fragen stehen, diese und noch weitere Dinge sehen Sie in der nächsten Folge von Nachladen. Wie das Spiel seine Fans baut, was? Spaß. Wie das Spiel seine Fahrer vergrault, wer weiß. Wer weiß es, kalter Staub. Was? Ist auch so ein Insider. Insider sind toll. Die Freigabe reinhauen, wunderschön. Fährt nur bis Hauptbahnhof, ne? Ja. Dann sind wir da los. Nächste Haltestelle: Lemmental-Bressner Platz, Eingang Wuppertalstraße. Umsteigemöglichkeiten zu den Linien 150, 455 und 455 sowie zum regionalen Verkehr der Menschen. Nein! Ja, mir fällt es gerade auf. Ich denke gerade so drüber nach. Wie fahren wir denn danach heraus? Zum Bresner Platz und merke jetzt gerade, oh, wir halten gar nicht am Hauptbahnhof. Nur am Bresner Platz. Scheiße. Hallo Freunde, ich muss mich mal hier mit integrieren. Kollege, aufpassen, aufpassen, aufpassen. Ja. Cool. Entschuldigung. War nicht so gemeint. IBIM ist halt unfähig, deswegen. Okay, Bounding Box scheint auch gut zu sein. Zumindest da oben hin. Deswegen musste es jetzt gerade sein. Sorry. Weil wir hätten seriös im Kreisverkehr wenden können, aber. Nee. Dann doch lieber unseriös. Was mir noch fehlt, ist so ein. Wenn ich hier die Bremse quasi löse, da ist ein Sound. Also. Wenn die Haltestellenbremse quasi löst. Das fehlt mir auch noch. So, dann sagt er was. Hat er was gesagt? Ich hab nichts gehört. Warte. Ja, gut. Das ist eine echt klasse Idee gewesen. Super. Übrigens, jetzt kann ich das mal. Das war natürlich nur, um das zu zeigen. Hier klappt sich dann der Spiegel ein. Wenn man irgendwo gegenfährt. Das ist ein tolles Gimmick. So. Weißt du, der Typ, ne? Ja gut, wie machen wir das jetzt am blödesten? Über die Gegenspur hätte ich es gesagt, ne?
Scheiße, Alter. Warte bitte, warte. Dankeschön. So. Diesen verfluchten. Oh, man kann über den Pakt. Bitte lass da keinen kommen. Oh, Halleluja. Dann ist meine Chance. Fahren wir jetzt gleich chillig an der Unfallstelle vorbei. Okay, das mit dem chillig an der Unfallstelle vorbei. Das war nett gedacht, schlecht gemacht. Die haben jetzt noch rot. Schnell genug machen, wobei wir kommen gleich nicht mehr vorbei. Wir müssen es riskieren, wir müssen es riskieren. Fahren die, ja, scheiße. Oh Gott. Nee, Alter. Moment, wir müssen jetzt einmal kurz Kachel wechseln. Okay, die Idee ist zwar witzig gewesen, aber endet jetzt wohl nur tödlich. Hallo, können wir jetzt endlich mal da weg? Schwierig, so. Jetzt müssen wir schnell sein. Bleib stehen. Ich komme immer wieder gut raus, also ich kann sowas, ich kann solche Situationen wunderbar lösen. Irgendwie jetzt auch nicht. Seht ihr der komische Abzweig? Oder war es die Haltestelle da vorhin? Hier ist Lindenhof. Zeig Kronenberg. Vielleicht müssen wir auch. Oh, Alter! Ich hack mir doch mal einen Schrecken ein. Ja, wahrscheinlich ist ab Zeig Kronenberg diese Haltestelle in der Kurve. Fahr doch! Mann, Leute! Ich sehe schon wieder vor mir. Es ist schon wieder. Weißt du, fängst du wieder an, Video zu machen und dann geht es wieder komplett schief. Wunderschön. Wow. Kam gerade meine Mutter ein. Das ist toll. Müssen wir irgendwie so ein Schild dran machen. Bitte anklopfen. Tilt mal dahin. Oh, schön, Überland. Ein Dreitürer Stadtbus. Oh, sie ruft gleich im Kundencenter an. Dann. Das weiß jeder Fahrer, dann ist vorbei. Fahr, bitte. Danke. Das wäre tatsächlich echt RIP vorbei. Und ja. K.
kann man es eigentlich auch sein lassen. So, an. Tür zu. Die Tür zu. Dankeschön. So. Zeikronberg plus 4. Das ist super. Müsst euch übrigens denken, minus gleich plus. Andersrum. Sind ist halt Hochstrand irgendwas. Muss ich nicht wissen, ich muss nur wissen, wo es lang geht. Wo ich halten muss, ich muss nicht wissen, wie die Haltestellen heißen. Das ist die Logik. Und ja. Diese gut. Ich mal sagen. Das war gut voll die Karre. Na gut. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist so relativ. Ah, gut. Gut gefüllt, nennt was mal so. Normal, wenn ich mit der Karre rumfahre, tatsächlich, also auf Lemmental bin ich im Stream mitgefahren, da war sie dann tatsächlich mal meistens halt relativ voll. Naja. Ja, super. Schön, dass du vorne stehst. Ist klasse von dir, ist klasse. Oh Gott. Ah, klappt das? Ja, klappt. Ich dachte gerade, das sah mir relativ eng aus. Das war auch eng. Irgendwas mit Hochstrund. Dicht und weiter. Also, ja, das ist jetzt schon wieder so ein Punkt, wo ich halt nicht weiß, worüber ich quatschen soll. Das ist toll. Nächste Haltestelle, Kleinfelde. Ah doch, mir fällt gerade noch was ein. Und zwar Dingens. Soll ich nicht halten? Nö. Und zwar, ja, ist es bei mir so, dass, ich hatte ja jetzt vor wenigen Tagen Geburtstag und ist dann schon ein bisschen Geld zusammengekommen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es waren. Aber ja, es ist auch egal. Und ja. Muss ich jetzt nochmal schauen, was ich mir davon kaufe, weil ich habe zwei Dinge, die ich gerne oder vielleicht mal in nächster Zeit bräuchte. Und zwar wäre das mal ein richtiger PC-Stuhl, beziehungsweise ein neuer PC-Stuhl. Das hier ist ja irgend so eine alte Krücke und es tut auch echt weh im Rücken. Also, ist echt nicht angenehm. Ich konnte jetzt, als mein Bruder die Woche weg war,
konnte ich da mal seinen Stuhl nutzen. Das war schon echt ganz nice. Und wesentlich besser, weil es war halt so ein richtiger, schon ein richtiger Stuhl, nennen wir es mal so, also ein vernünftiger. So, Kleinsteinburg Bahnhof. Hallo. Ja, also eine Festplatte wäre halt für OMSI ganz gut. Weil ich halt auch nicht weiß, ob ich da jetzt noch investieren sollte oder es eher sein lasse, daher wird das Geld wahrscheinlich für einen PC-Stuhl da drauf gehen, nenne ich das mal so. Ich wahrscheinlich dann bezahlen, dem Geld. Ja, ansonsten den Rest halt sparen, weil bald kann ich ja auch schon einen Führerschein anfangen und das habe ich auch baldigst vor. Also fern das denn geht. Das ist jetzt übelst. Ach, das passt. Links, rechts. Auch gut. Ah, relativ eng. Ah. Könnt ihr euch auf quietschfreie Let's Plays einstellen? Was ja durchaus auch schön sein soll. Nee. Ja, ihr weicht zwar aus, nur vorbeikommen tue ich als Linienbus nicht. Was da vorne steht nicht. Gut, dann, letztens zumindest als Solo-Bus ja immer relativ viel Platz. Zumindest in der Situation hier gerade ich gebrauchen kann. Oh, eng. Aber passt. Gut. Plus 4, ah, geht ja noch. Im Stream sind wir, glaube ich, mit plus 10 oder was durch die Gegend gefahren. So, muss vielleicht Ziel 12 sein, ne? Endstation. Hier ist die 12. Ist 16. Eurobus, genau, das wollte ich hören. Hier relativ eng. Wenn man das richtig macht.
Dann kommst du auch hier rum. So, dann auch auf. Und dann können wir den Motor ausschalten. Na voll, und dann sind wir angekommen. Wie wäre denn hier theoretisch Abfahrt um 43? Jetzt ist. Oh, 27. Ja, ist ordentlich Pause hier. Ja, bedanke ich mich auf jeden Fall mal fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Repaint, wie gesagt, in der Beschreibung. Und auch der Buslink und so weiter und so fort. Kann ich nur empfehlen. Ja. Euch tschüss, bis zum nächsten Mal. Und ja, schaut auch gerne bei Streams und sowas anderes rein. Auch und fällt mir gerade noch mal so ein. Danke für 700 Abonnenten. Danke sehr. Und tschüss.